Gessner Original Festbier. Seit 1622 werden in unserer Familie nach alter Überlieferung Biere gebraut. Diese jahrhundertelange Tradition ist unsere besondere Verpflichtung. Nur bestes, sorgfältig ausgewähltes Malz und feinster Aromahopfen garantieren zusammen mit unserem kristallklaren Wasser aus eigenem Brunnen den einzigartigen, vollmundigen Geschmack dieses Original-Festbieres. Eine Frau auf dem Heuwagen. Das Heidi oder Die Heidi und der Peter. Und hier ist der Großvater. Quatsch. Das ist auch eine Frau, die zwei Heidis. Keine Ahnung, was die. Na, ich schätze mal, die werden da bestimmt den Hopfen ernten. Ja, klar. Sonst. Schon schön gemacht. So, wenn wir das Ding mal auffumpen. Ja, weiß auf. Rupp uff. Ja, sehr schön. Und es schäumt schon. Sauert. Ach, so hieß man einen. Also was habt ihr gelernt in der Schule? Kein Tropfen verschwenden, sag ich dir. Übrigens, das ist so ein alter Geheimtipp bei den Sommeliers. Ja. Ja, das ist zum Beispiel der Owe. Oben wird's eklig. Glück, 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 Hier müsste man im Hintergrund so eine schöne Weihnachtsmusik noch haben. Zeig mal. schön Bernsteinfarben, oder? So schöne Farbe. Schön klar. Was? Der schaumelt sich auch. Prost! Prost. Ich hätte aber nicht gedacht, dass es Rot fest. eben so in die Richtung geht, ins Bernsteinfarbene. Riechen tut es schon mal gut, süffig. Ja, schmeckt nur so ein bisschen. Malzig, Weiß Ja, wir erwarten nur, dass wenn du die Farbe siehst, ein bisschen mehr nach Schwarz Also, hier. das ist, das, umgarnt mir die Zunge. Das ist wie so ein Film, der sich so bildet. So, als wenn du die Zunge so streichelst. Aber ich hau jetzt nicht unbedingt vom Hocker. Ein wirklich mildes Bier. Also nicht zu mild, aber ein entspanntes, angenehmes Bier. Also wirklich herb ist es nicht. Also ich finde, das ist ein Bier, das versucht, wie gesagt, alle Leute glücklich zu machen. Dahergehend ist es auch nicht jetzt top für die einen und schlecht für die anderen. Sondern ich denke mal, das wird immer so der Durchschnitt bei allen sein. Geht mal von aus. So schmeckt es jedenfalls. Was ist denn das? Er hat wohl eine Heuschrecke seine Flügel verloren. Schönen Grüße an Snack'n'Sex. Schöne Grüße. War lecker. Na gut, nachdem ich dann Surströmming probiert habe, kann ich das wirklich mal abends snacken, das ist kein Problem. Übrigens, wenn ihr mal das Video sehen wollt, müsst ihr mal auf der Playlist gucken. Surströmming. Also, am Ende sind wir bei 21 von möglichen 30 Punkten. Das ist Silber. Ein Silber wie ein weiteres. Silber. Schon mit vorzüglichem Geschmack und recht ansprechenden Aussehen. Jedoch bist du dir bewusst, dass es noch Luft nach oben gibt. Ein Gebräu für gute Kumpel. Und für Festbierbesucher. Also von daher, wenn ihr mal so ein Fest besucht, wo es das gibt, könnt ihr gerne zugreifen. Gönnt's euch. Ja, das kann man mal probieren. Trink mal nach. Hast du Rüde? Sag mal, eine Zahl von 1 bis 4. Vielleicht mal was bekannt wird, also wie er kennt. Na, endlich. Endlich mal wieder ein Frankfurter. Also, verpasst das nächste Video nicht. Abonniert den Kanal, kommentiert mal ein bisschen was. Vielleicht passt euch mal wieder das Verhalten von Enrico nicht. Dann schreibt das bitte, dann werden wir uns drum kümmern, damit er sich mal ein bisschen benimmt. Ansonsten könnt ihr das Video gerne teilen. Schöne Grüße an die Gesser Brauerei, der gute Bier, Silber.
Ja. Hat mich gefreut. Bis später, Peter. Bis demnächst.